Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute mit einem ganz interessanten Video-Vlog. Ein kleines Thema und zwar, früher war alles besser. Ist das so? Wenn ja, kann man es natürlich nicht alleine diskutieren. Deswegen habe ich heute den Marc wieder dabei. Moin Freunde. Der kommt jetzt. Servus. Servus, servus. Danke für die Einladung. Ja, logisch. Wir wollen heute ein bisschen labern über die gute alte Zeit. Ja, früher war alles besser. War das wirklich so? Ja, teilweise schon, auf jeden Fall. Fangen wir mal einfach, wir schmeißen einfach mal Themen ins, in den Raum. Actionfiguren, hey, was eine Überraschung, so nerdmäßig, total abwegig und so. Ja, waren die Actionfiguren früher besser? Ich weiß nicht, also die waren sehr kreativ auf jeden Fall. Und robust. Also ich finde zum Beispiel jetzt Masters-Figuren, als Beispiel Masters-Figuren, die haben wir heute noch. Hier, so, die waren, wie gesagt, waren viel robuster als früher und die funktionieren immer noch. Ja, tatsächlich. Hier so die, das Geile war ja auch, jede Actionfigur, nicht nur Masters, sondern auch hier Mask, was gab's noch, Bravestar mit diesen, die Catch-Figuren, ja. Zum Beispiel auch, Wrestling-Figuren. Ja, oder auch von Toybiz, die Marvel-Figuren damals, die hatten auch die Funktion, da habe ich auch noch welche liegen, die sind 25 Jahre alt, da funktioniert doch noch alles. Also ist unglaublich. Und die kriegst du nicht kaputt. Das Einzige, was hier passieren kann, zum Beispiel, sind, dass die Gummis spröde werden, aber von, du kannst sie auf den Boden schmeißen, du kannst damit in die Sandkiste gehen, du kannst damit baden gehen, du kannst damit deine kleine Schwester bewerfen. Zum Beispiel. Habe ich nie gemacht. Nein, eher umgekehrt. Nein, sowas ich war immer der Friedliche. Aber die Dinger sind nicht kaputt zu kriegen und das finde ich ist immer besser, das ist besser als heute. Heute hast du Figuren, Spielzeuge, da gibt es ein Kind in die Hand, hier so einen kleinen Kevin oder so und dann knack kaputt. Ja, die Frage ist, woran liegt es? Also früher wurden ja gerade hier auch Masters, wurden ja nicht hauptsächlich in China produziert, sondern in Mexiko, in Malaysia, in Italien glaube ich auch. Italien, ja? Frankreich, USA. Ja, und heute ist ja quasi 99% aus China. Aus den chinesischen, aus dem asiatischen Raum. Asiatischen Raum. Ja gut, ich glaube auch, dass einfach heute einfach dieses, es muss kostengünstig produziert werden. Schnell, kostengünstig günstig und viel. Viel, genau. Und das daran leiden dann wahrscheinlich die Materialien. Ne? Also beziehungsweise werden günstigere Materialien benutzt. Und ja, sind Verbindungen halt mal ein bisschen dünner oder ist keine Schraube, sondern wird nur so ein Plastikpin genommen. Richtig. Zum Beispiel Transformer, auch so eine Serie. Früher waren die Dinger aus Metall. Wenn die auf den Fuß gefallen sind, dann tat das auch mal weh. Ja. Heute fallen sie auf den Fuß, dann verbricht der ganze Roboter, ja, und ist kaputt. Ja. Weil die Plastikdinger halt brechen. Ja. Das war definitiv früher besser. Wenn ihr das anders seht, zu jedem einzelnen Abschnitt könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen und dann einfach hier von wegen, nee, sehe ich anders, die sind heute viel geiler, früher waren die voll kacke. Was ich dann aber absolut nicht nachvollziehen kann. Wir freuen uns darauf, mit euch darüber zu diskutieren. Auf jeden Fall, das soll ja auch hier so ein, ne, Hin- und Her-Ballwechsel sein. Serien, Zeichentrickserien, Superhelden, alles Helden allgemein. Es gab, man konnte als Kind so, oh, das will ich auch sein und so. Man ist rausgegangen, man hat eine Folge geguckt, ist rausgegangen und hat draußen sich einen Stock genommen und war He-Man zum Beispiel. Oder ich weiß noch, ich habe Ghostbusters auch so geil gefunden früher. Ja. Ich hab mir damals von Mask, Goliath hieß das Fahrzeug, das hat so rote, abschießbare Raketen gehabt, die waren so lang. Ja. Und die habe ich mir dann in eine Klopapierrollenhülse gesteckt und da habe ich dann noch mehr rangehängt, habe mir einen Schuhkarton genommen, ja, dann irgendwelche Bänder zugemacht, habe mir dann mal eins Protonenpack gebaut. Und die Nachbarskinder auch, also sind dann alle über dann durch die Gegend, haben Geister gejagt, die es natürlich nicht gibt. Ja. Also nicht offiziell. Und das haben wir immer gemacht. Oder es gab auch nicht dieses typische, wir gucken jetzt alleine mal im Fernsehen, sondern es gab, ey, pass mal auf, Schule ist aus, 15:30 treffen uns alle bei mir, gucken den und den, Bim Bambino oder was da alles lief. Richtig. Die ganzen, ja, Serien. Richtig. Das hat man noch richtig gelebt. Ja. Heutzutage ist es, glaube ich, so, mehr in die Serien-Sachen, dass ich kenne es bei dir, ich kenne es nur von den Frauen. Germany's Next Topmodel, ja, oder okay, hier diese, wie heißen diese komischen Frauen da, Desperate Housewives, dass sie sich alle treffen mit einem Säckchen oder in Likör da, Baileys und. Das kannst du aber jetzt nicht genau vergleichen, weil also ja gut, ich spreche ja jetzt von quasi von dem klassischen Kinder-Cartoon-Sachen. Ja gut, das stimmt. Wenn ich mir jetzt heute Cartoons angucke, ist es eigentlich hauptsächlich aus dem asiatischen Bereich, aus dem japanischen Bereich, was so läuft. Also Animes im Prinzip, der Klassiker. Der Stil dominiert auch der mittlerweile. Der Stil dominiert sehr. Also auch in den, die Amerikaner gehen auch sehr in diesen, es muss ein bisschen niedlich aussehen, es, ja, muss irgendwie ein bisschen durchgeknallt sein. Guckt euch mal Netflix gerade an, das aktuelle Netflix, Programm, die, genau, ganzen Netflix-Serien, die es gibt. Alles asiatisch angehaucht. Das sind Animes. Ja. Das sind keine richtigen Zeichentrickserien mehr, Animes. Und wenn, richtig, es Zeichentrickserien gibt,
sind die meistens auch computergeneriert und genau. Die finde ich überhaupt nicht gut. Früher war es eben noch gezeichnet, ne? Also es gab früher auch sehr, sehr viele Anime-Serien, wie zum Beispiel Mila Superstar, oder um mal wieder zum Held zu kommen, Saber Rider und die Star Service. Captain Future, genau. Das Königin waren auch, der Zeit, oder wie heißt der? Ja, die Weltraumgeschichte, die war auch sehr cool. Das waren auch Animes, hatten einen anderen Stil, ein bisschen mehr, relativ mehr so in diese realistische Ecke. Da gab es auch nicht diese verschobenen Gesichter und so. Genau. Aber wenn man jetzt auch zum Beispiel die klassischen Comic-Helden nimmt, wie Batman oder Spider-Man oder sowas, das gab es damals halt auch im Fernsehen einfach. Heute gibt es das auch nicht mehr. Doch, es gibt eine Spider-Man-Serie, finde ich, aber die ist auch sehr albern. Also ist auch sehr in diesem japanischen Stil, so ein bisschen find lustig. Spider-Man and his Amazing Friends mit der Firestar. Das ist noch die ganz alte. Ja, ja, klar. Das war noch ich glaube, Firestar war das Mädel und Silver, wie Iceman. Iceman war noch dabei. Ja, ja. Die ist auch super. Die sind aber auch albern. Die waren auch richtig albern damals. Aber das hat damals so gepasst. Das war die Zeit, wo alle Serien sehr übertrieben waren, aber es hat dazu gepasst. Ja, ja. Und heute merkt man die Serien, finde ich, an, dass die müssen auf Druck lustig sein. Richtig, das ist es. Pass auf, jetzt passiert gleich das. Ah, zack, hab ich doch gesagt. Und ich fand auch, dass von den Geschichten, die erzählt wurden, war es auch wesentlich besser. Also es war bildender. Bildender, ja, genau, genau. Also wenn ich mal zum Beispiel überlege bei He-Man, Masters of the Universe, da kam He-Man oder Prince Adam oder Man in Arms nach der Folge nochmal ins Bild und hat nochmal gesagt, hey Kinder, habt ihr gesehen, wenn man immer nett zueinander ist oder so? Ne? Oder ein Lutschergeschenk. Naja, dann kriegt man auch ein Lutschergeschenk. Ging aber auch bei She-Ra war es so, Bracer war es glaube ich nie, es war bei echt vielen... Doch, Bracer hat es auch glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Aber auch bei She-Ra dieser kleine Loki, der kleine Gnome, den man... Habt ihr mich gefunden? Ich zeig's euch doch mal. Stimmt, ja, ja. Und dann heute haben wir das gelernt und heute haben wir dieses gelernt. Oder dieses, das Leben. Oha, das waren die Franzosen mit ihren Serien. Aber die fand ich richtig geil. Also das Leben, die hatten immer die gleichen Namen, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Die hatten noch, es war einmal die Welt. Genau, es war einmal das Leben, es war einmal die Welt, es war einmal der Mensch. Also die ganzen Geschichten, die fand ich richtig cool. Bisschen gruselig teilweise, aber... Ich habe was gelernt. Ich weiß, wie Blutbahnen aussehen. Ich weiß, dass ein Salzstreuer durch meine Blutbahn läuft und sich in so einen Wagen setzt und zum Herzen fährt. Ja, 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 genau. Das lernt man nur im Fernsehen. Ja, ja, es wurde halt, Bildung wurde auch im Kinderfernsehen vermittelt. Heute würde ich eher sagen, dass das eher die Intelligenz mindert. Oder zum Stocken bringen. Richtig, aber wo lernen die Kinder mittlerweile was? Keine Ahnung. Ja, wir wissen es nicht. In ihrem Smartphone, womit sie durch die Gegend rennen. Ja, genau. Ne? Also weil früher sind wir mit Cowboy und Indianer oder als He-Man und Skelett herumgelaufen und heute verstecken, fangen. Ja, laufen wir so mit dem Smartphone. Da kommt direkt hier nahtlos Übergang noch, was früher besser war. Pünktlichkeit von Menschen. Oh ja, furchtbar. Das war. Heute gibt's das. Also ich will jetzt das nicht unterstellen, dass jetzt die Leute unpünktlich sind, aber man neigt jetzt mehr dazu. Anders, fangen wir mal anders an, was früher besser war. Früher habe ich gesagt, pass mal auf, hey Martin, nach der Schule Hausaufgaben, 15 Uhr treffen wir uns zum Spielen. Richtig. Dann war man 15 Uhr auch da. Aber dann ging man mindestens, wenn nicht sogar 10 vor. Genau, und dann hat man noch geklingelt und, Entschuldigung, kann der Marc rauskommen zum Spielen? Ja. Dann ging das los. Man hat sich verabredet und dann ging das auch so weit los mit den ganzen Geschichten. Umgekehrt war es auch so, dass man gar nicht sauer war, wenn jemand mal keine Zeit hatte oder auch gar nicht zu Hause gewesen ist. Also früher musste man ja losgehen, man ist einfach auf gut Glück losgegangen, hat gesagt, Mensch, ich klingel mal bei dem Chris zum Beispiel, na, und wenn der nicht da ist, dann war der nicht da. Also, ja, dann hat man sich irgendwas... Also Langeweile war damals nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, was heute das Schlimmste für Kinder ist, wenn sie mal 5 Minuten Langeweile haben. Also mal irgendwie gar nicht... Sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen, wenn sie nicht gerade das Telefon in der Hand haben oder irgendwie vor dem Fernseher sitzen oder vor YouTube. Ruhig gerne weiter YouTube gucken, Kinder. Ne? Vor allen Dingen diesen Kanal hier. Und es gab auch früher nicht diese Frage, gab es einfach nicht, von wegen, man hat eine Nummer gewählt in einer Telefonzelle und man hat nicht gefragt, hey, Marc, wo bist denn du? Das gab es früher nicht. Was war denn nochmal eine Telefonzelle? Genau, das war so ein Kasten, ihr kennt ja wahrscheinlich... Dr. Who? Die TARDIS, das ist eine Telefonzelle. Da war ein Telefon drin, das hing da richtig, das konnte man nicht mitnehmen. Nur ohne Wohnfläche. Genau. und dann musste man musste direkt, okay, er ist zu Hause und dann war es das. Und wenn keiner reingegangen ist, war keiner da, dann braucht man nicht hingehen. Ja, genau.
Das fand ich früher viel besser, weil man war zuverlässiger und man wusste direkt, woran man war. Richtig. Und wie gesagt, es war nicht schlimm, wenn man mal nicht da gewesen ist. Ne? Heute kriegt man gleich eine böse WhatsApp. Wo steckst du, du? Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Und gut. Oder eben auch diese Fall von wegen, ich komme 5 Minuten später, weil ich habe noch das Level zu Ende gespielt. Oh, ich habe keinen Speicherpunkt gefunden. Allein das schon wieder. Ich finde auch, die Kreativität früher war besser. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht mitreden. Ich bin ja kein kleines Kind mehr, obwohl in mir drin schon. Sieht man ja auch. Aber ich fand, früher war man kreativer, also von der Zeit. Man hat mehr gespielt. Ich sehe, wenn ich draußen durch die Gegend laufe, ich sehe kaum Kinder oder fast keine Kinder mehr draußen auf dem Spielplatz. Spielplatz? Was denn das? Ja. Oder das klassische Fangspielen ja. Oder sowas. Ich sehe sowas nicht mehr. Ich glaube aber auch, dass das wieder so eine Parallele ist zu dem, was die Kinder heute für einen Input kriegen. Natürlich, also, klar. Wenn sie das nicht sehen, also wenn sie zum Beispiel keinen He-Man oder irgendwen sehen, der einen Skeletor jagt, dann projizieren dass sie das natürlich auch nicht aufs Spielen, so untereinander. Ja, ja, klar. So, nein, es ist, früher hat man es halt einfach gemacht, ne? Oder man hat auch noch Kinder, also haben wir zum Beispiel direkt einen Spielplatz, auf den kann ich so raufgucken von meinem Nerdzimmer aus, so, da sehe ich nie Kinder. Eigentlich können sie das Ding abreißen und können dann irgendwie einen Neubau. Ja, ein Parkplatz wäre super. Ne? Nee, aber ich sehe da nie Kinder spielen. Ne? Also es ist, ja, gut, das ist erschreckend. Halt, ne? Dabei wohnen viele Kinder. Ich fand es besser früher. Besser früher. Ich fand es besser früher. Ja. Ich fand es früher und, besser. Und früher war es auch besser. Ja, das stimmt. Das war auch besser früher. Ja. Was sagt ihr dazu? Fällt euch noch ein Thema ein oder fällt euch ein Punkt ein, wo ihr sagt, ey, das war früher viel geiler als heute? Kann jetzt auch vor 5 Jahren sein und so weiter. Früher ist ja ein sehr offener Begriff. Klar. Für andere ist es 20 Jahre, für manche ist es 5 Jahre, für andere ist es gestern. Das Richtig. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt. Wenn ihr sowas habt, knallt uns mal in die Comments. Wenn ihr das ähnlich seht, lasst uns einen Daumen da. Wenn Guckt ihr das nicht so seht, aber bitte dann auch begründen. Warum? Weil es uns keinem was bringt. Ja. Wir wollen ja auch aus den Sachen lernen oder aus euren Erfahrungen bzw. euren Erlebnissen profitieren und lernen. Also wir möchten gerne erfahren, was ihr da so erlebt habt und wenn ihr nicht der Meinung, gleich mal seid wie wir, warum nicht und was ihr dann dagegen sprecht. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir das Gegenteil machen. Wie Gegenteil? Ja, ihr dürft gespannt sein. Genau. Ich danke euch erstmal fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, sag mal, entspannendes Tschüssikowski und Stay nerdy, ihr Kekse.